Moin moin und hallo an alle, mein Name ist Lex Vapor und willkommen zu meinem Fazit-Video zu Monster Hunter World. Ich habe es auf der PS4 Pro gespielt und ja, ich möchte euch jetzt mal meinen Senf dazu geben, was mein Fazit ist, was mein Resümee ist. Nach roundabout circa 200 Stunden Spielzeit jetzt schon, muss ich persönlich sagen, ich bin sehr begeistert. Auch wenn ich schon manche Tiefphasen bei dem Spiel jetzt hatte, also dass ich auch mal ein, zwei Tage nicht gespielt habe. Aber das hat einen anderen Grund. Dazu wird auch noch ein Video folgen. Das hat ein anderes Spiel zu verschulden. Aber naja, egal. Wollen wir anfangen? Nicht so viel Schnack in Kopf und Nacken. Und zwar, ich habe mir eine Liste gemacht. Und da fangen wir auch mal gleich mal an. Das Ökosystem. Das Ökosystem von Monster Hunter finde ich persönlich sehr gelungen. Also es ist sehr dynamisch, es ist sehr interaktiv, beziehungsweise es ist sehr, ja, lebendig. Die Vitalwespen, die Kröten, die Blitzfliegen und so weiter und so fort, die Revierkämpfe. Ich finde, das passt alles perfekt. Also es ist, klar, es hakelt noch hier und da ein paar Feinheiten, aber an sich ist die ganze Welt, fühlt sich sehr, sehr lebendig an. Und das ist etwas, was ich sehr feier und sehr, sehr mag. Von daher, also das Ökosystem hat Capcom wirklich wunderbar hingekriegt. Und ich kann da einfach nur meinen Hut ziehen, was das angeht. Der nächste Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, ist das Autocrafting. Finde ich sehr gut. Vereinfacht das Spiel nicht, aber erleichtert die Jagd etwas. Also das, dieses ganze Drumherum, man kann sich voll auf die Jagd konzentrieren. Finde ich persönlich sehr angenehm. Wobei ich auch finde, dass das Autocrafting-System nicht perfekt ist. Zum Beispiel, warum hat man das nicht einfach so gemacht, dass man zum Beispiel im Tortenmenü gleich die maximale Anzahl von dem nachcraften kann, das man braucht. Zum Beispiel Schlitzbären bei der Lightbowgun und Heavybowgun ist jetzt nur ein Beispiel. Man hat 30 Schlitzbären im Inventar und man möchte bitte 30 Schnittmunition haben. Man muss selbst im Tortenmenü dauerhaft für jeden einzelnen Schuss muss man einmal drücken. Warum kann man das nicht entweder so machen, dass man gleich 30 oder die maximale Anzahl, die man gerade noch tragen kann, nachcraften kann mit einem Klick? Oder warum ist es nicht noch besser, dass alle Sachen, die man angeklickt hat, die sofort auto-gecraftet werden, weil man kann ja Haken setzen, dass die sofort, wenn man Schlitzbein im Inventar hat und man verschießt eine, zack, wird eine nachgecraftet. Oder zwei, oder drei, oder vier, so viel wie man halt gerade verschossen hat. Das finde ich persönlich besser. Ist genau wie mit Kraftbeschichtung und Schlafbeschichtung und solche Sachen. Alles. Oder ein Trank. Man trinkt einen Trank und zack, wird einer nachgecraftet. Warum nicht? Würde es das Spiel wirklich so viel einfacher machen? Ich finde nicht. Gut, mal gucken, was da jetzt in naher Zukunft draus wird. Und was auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Nächster Punkt ist das Gameplay. Und zwar finde ich das Gameplay sehr erfrischend. Es ist sehr dynamisch, es ist sehr interaktiv, beziehungsweise es ist sehr gut. Ein anderes Wort fällt mir dazu nicht ein, es ist gut. Es fühlt sich richtig an, es hat ein gutes, ich sage jetzt mal, Gun- oder Swordplay. Das heißt, man merkt wirklich Unterschiede zwischen einzelnen Waffengattungen. Es gibt ja auch Spiele, da kannst du, egal ob du Großschwert, Doppelschwert, Breitschwert, sonst ein Schwert spielst, es fühlt sich immer gleich an. Das ist bei Monster Hunter nicht so. Du merkst, beim Großschwert ist es eine ganz andere Sache als bei Schwert und Schild. Komplett anders. Anders ist es natürlich auch wieder bei Bogen und Glefe, also Insektenglefe. Ist ein kompletter Unterschied. Von daher, das finde ich, hat Capcom sehr, sehr schön gemacht. Und das verdient wirklich einen Daumen hoch. Aber wo wir jetzt gerade bei Gameplay sind, jetzt kommen wir mal zu den Negativpunkten. Und zwar, die Negativpunkte sind das Gameplay. Ich als Bogenspieler habe bemerkt, das könnte natürlich jetzt Jammern auf höchstem Niveau sein. Ich als Bogenspieler habe gemerkt, wenn ich LBG spiele oder HBG, kurze Erklärung, LBG, Light Bowgun, HBG, Heavy Bowgun, diese Waffe oder diese Waffen, die sind recht stark, sehr stark sogar. Besonders mit Schnittmuni, normaler, mit normalem Schuss, wenn da Rapid Fire drauf ist, da machst du schon richtig Schaden. Aber du bist auch agil, also zumindest mit der LBG, bist du agil wie ein Fuchs und machst Schaden wie blöd. Mit dem Bogen
habe ich irgendwie das Gefühl, dass bei jedem Schuss du so eine halbe Sekunde hast, oder lass es eine Viertelsekunde sein, wo du dich nicht bewegen kannst, wo du nicht ausweichen kannst, wo du Buttonmashing machen kannst, wie blöd, aber er würde nicht ausweichen. Und das ist im späteren Spiel, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen werde ich auch nichts dazu sagen, ich sage nur jetzt nur so viel, bei den späteren Monstern im Endgame, ich habe es gerade in Anführungszeichen gesetzt, es ist tödlich. Wenn die dich einmal erwischen, bist du RIP. So, und das finde ich, der Bogen, klar, ist stark, aber er ist nicht stärker als die LBG. Er ist vielleicht ein 1% oder 5% schwächer. Und das macht ihn dann noch behäbiger. Und das finde ich doof. Also jetzt als Bogenspieler gesehen, finde ich das doof. Weil der Bogen ist eine super Waffe, er fühlt sich echt gut an, aber wenn es dann auf große Monster geht, wo man sich eigentlich keine Fehler erlauben darf, da ist so eine halbe Sekunde oder eine Viertelsekunde entscheidet über Leben und Tod. Klar, man könnte jetzt natürlich sagen, dann schießt einmal weniger. Aber man möchte natürlich auch Schaden, man möchte ja natürlich auch nicht, dass der Kampf genau 50 Minuten geht. Und man dann zittern muss, oh mein Gott, schaffe ich den überhaupt noch? Ist jetzt überspitzt gesagt. Aber im Groben und Ganzen ist es das, was es ist. Gut. Egal, so viel davon. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass der Bogen an sich etwas behäbiger ist. Also etwas, er könnte mehr. Von daher hoffe ich mal, dass Capcom da noch einen Tick anpasst. So, als nächstes kommen die wenigen Monster. Und das finde ich sehr, sehr schade. Klar, man könnte jetzt sagen, es sind doch nicht wenig Monster. Für Neulinge ist es auf jeden Fall ausreichend. Aber für Leute, die Monster Hunter kennen, die Monster Hunter schon, so wie ich zum Beispiel, seit der PS2, seit dem ersten Monster Hunter spielen, das sind zu wenig Monster. Finde ich jedenfalls. Klar, ich möchte keine neuen Monster. Also ich brauche nicht unbedingt neue Monster. Mir würden schon alte Monster reichen. Klar, es gibt jetzt DLCs, die werden jetzt nachgereiht. Als nächstes kommt ja Demon Joe oder Devil Joe oder wie man ihn auch immer wieder nennt. Gürkchen. Ich nenne ihn Angry Gurke. Klar kommen da neue Monster. Aber ich hätte es natürlich auch schöner gefunden, wenn man ein paar mehr alte Monster schon von Anfang an hatte. Zum Beispiel Nagakuga, Zinokre und so weiter und so und so fort. Solche Monster, die schon immer dabei waren oder schon Ewigkeiten dabei sind und die auch wirklich diese Serie geprägt haben. Ich zum Beispiel persönlich bin kein großer Fan von Rathalos. War klar, dass er sowieso da drin war. Ich glaube, der wird nie im Monster Hunter drin sein. Wenn Rathalos irgendwann im Monster Hunter nicht mehr drin ist, dann stimmt irgendwas nicht. Aber ich hätte mir, wie gesagt, auch andere Monster gewünscht. Ich hätte mir Jiankutku gewünscht. Den hasst zwar jeder, ich auch, aber ich finde ihn irgendwie, er gehört zu Monster Hunter dazu. Von daher, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt, aber zurzeit sind es für mich persönlich zu wenig Monster, zu wenig Abwechslung. Wobei gerade bei zu wenig Abwechslung sind, die Waffen, das Waffendesign ist, finde ich, von allen Sachen, die ich bis jetzt als Negativpunkte gesagt habe, der größte. Der größte Kritikpunkt sind für mich die uninspirierten Waffen. Ich habe euch hier mal ein Video kurz vorbereitet, um euch mal zu zeigen, wie uninspiriert alleine die Bögen sind. Der Metallbaum, ich glaube, der heißt Erzbaum. Der Erzbaum, der ist komplett von vorne bis hinten. Es ist ein Design, eine Waffe. Ein Bild. Und es sieht auch immer gleich aus. Außer man geht in die Nergigante, in den Nergigante-Zweig, dann sieht er anders aus. Genauso wie mit dem Kuluyaku. Der Bogen sieht von Anfang bis Ende komplett gleich aus. Außer man geht natürlich eine Sparte runter, dann sieht er natürlich irgendwann anders aus. Also da bin ich vom Monster Hunter Besseres gewohnt. Dass jede Waffe, egal ob es nur ein Schritt ist oder nicht, besser aussieht. Klar, die ersten drei Punkte bzw. die ersten drei Stufen einer Waffe sahen schon immer gleich aus. Aber danach ging es dann los. Dann sahen die Unterschiede wirklich krass aus. Und bei dem Bogen zum Beispiel sieht es so aus, als wäre es die gleiche Textur, nur halt mit anderem Fell drüber. Nur bei den richtigen Endgame-Waffen, da sieht es dann halt anders aus. Aber trotzdem, ich finde das persönlich schade und ich hoffe mal, dass die neuen Monster, also wenn jetzt neue Monster kommen, dann wird es ja auch neue Waffen dazu geben, dass die anders aussehen. Genau, dass die genauso geil aussehen wie die verschiedenen Rüstungen. Weil die sehen mega aus.
Und bevor ich es vergesse, das ist mir gerade noch eingefallen, als ich das Video geschnitten habe. Capcom, bitte, ich bitte euch inständig, bringt ein Bugfix bzw. ein Patch raus, dass man das ausstellen kann, dass die Kamera immer automatisch auf das nächste Monster oder auf die Käfer geht. Bitte. Ich sehe die Käfer, ich weiß, wenn sie nach links fliegen oder nach rechts fliegen, das sehe ich ja. Das braucht die Kamera nicht noch mir hart dabei bringen, dass sie hart zur Seite schwenkt. Zum Beispiel, man stirbt während einer Mission einmal und wird ins Lager zurückgebracht. Ist ja auch voll okay, kann ja mal passieren. Und man möchte was essen oder seine Ressourcen aufstocken oder eine neue Waffe auswählen und so weiter und so fort. Und man möchte ins Zelt gehen. Sobald die Kamera kann, geht sie auf die Käfer und geht komplett 180 Grad in die andere Richtung. Das heißt, ihr könnt in dem Moment, ihr müsst raten ungefähr, wo das Zelt ist. Das nervt tierisch. Das habe ich nicht nur von mir, das höre ich auch von vielen, vielen anderen Leuten, dass die das tierisch nervt. Von daher bringt bitte eine Option raus, was man es anwählen kann, dass die Spähfliegen oder Spähkäfer nicht mehr im Zentrum der Kamera sind. Das heißt, wenn die Käfer nach links fliegen oder so, da sehe ich doch, wo die Käfer hinfliegen. Da brauche ich nicht noch, dass die Kamera mir zwanghaft zeigt, wo die Käfer hinfliegen. Bitte. Und der letzte Punkt, den ich habe, das sind die Nerfs. Jetzt werdet ihr euch fragen, hä, was denn für Nerfs? Hört mir erstmal zu. Capcom hat die Schlitzbären von 60 auf 30 runtergestuft und den Schnittschaden von Schnittmunition auch runtergesetzt. Ich habe vorher 15 Schaden gemacht, jetzt mache ich nur 9 bis 11. Legitim. Aber ich habe aus vielen vergangenen Spielen gelernt, wer einmal nerft oder einmal angefangen hat zu nerven, der hört nie wieder auf. Und irgendwann kann man gar nichts mehr spielen. Davor habe ich Angst. Ich sage nicht, dass Capcom das macht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, das war eine einmalige Sache. Wobei, Schachspieler können sie mal anpassen. Und auch ein paar Nerfs sind auch ganz sinnvoll. Was ich zum Beispiel, wo ich mich drüber freuen würde, wäre, dass man andere Spieler nicht mehr wegkicken kann. Zumindest, dass der Steinhagel beim Bogen und die Schnittmunition bei der LBG andere Leute nicht mehr wegkickt. Besonders Gläfenspieler. Die haben darunter zu leiden. Von daher, also das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Verbesserung, die sie machen könnten. Das wäre auch kein Nerf, das wäre eher noch ein Fix. Fände ich persönlich besser. Würde ich mich drüber freuen, wenn Capcom das machen würde. Aber, jetzt nochmal auf den Nerf zurückzukommen, wer einmal anfängt und so weiter. Ich habe einfach Angst, dass Capcom irgendwann anfängt, Sachen runter zu nerven, weil irgendwelche Leute im Internet rumheulen, das ist viel zu stark, das ist viel zu stark. Und sie das der Allgemeinheit schmackhaft machen wollen. Beziehungsweise, dass sie jeden ja, zufriedenstellen wollen. Und das davor habe ich Angst. Ich hoffe, dass Capcom das nicht macht. Dass Capcom sagt, ja, dann ist die Waffe halt stark. So. Ich habe jetzt auch gerade zum Beispiel gesagt, Charge Blade anpassen. Das Charge Blade ist stark. Das ist mega stark. Vielleicht sogar schon zu stark. Aber es ist auch sehr schwer zu lernen. Dieses ganze Combo und Fiolen reinladen und sowas. Das Spiel, also die Waffe musst du spielen können. Das ist wie mit dem Bogen. Gib einem Neuling einen Bogen. Der wird nichts treffen. Der wird fast keinen Schaden machen. Ist eine Waffe, die musst du lernen. Deswegen macht es ja auch zum Schluss echt viel Schaden. Gut, mit der LBG und HBG, da musst du jetzt nicht wirklich lernen. Und die machen schon so mega Schaden. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe und ich bitte inständig darum, dass Capcom keine weiteren Nerfs macht, die, ja, die nicht notwendig sind. Von daher, ja, das war es soweit von den Pros und Kontras. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Mein Fazit ist, Capcom hat mit Monster Hunter World bis jetzt, wenn nicht sogar das beste Monster Hunter abgeliefert, was ich bis dato gespielt habe. Es ist jetzt die erste Generation von Monster Hunter auf den Next-Gen-Konsolen. Das heißt, da ein paar Kinderkrankheiten sind normal. Weil Capcom hat ja jetzt in den letzten 8 oder 9 Jahren nur für den 3DS programmiert und einmal für die Wii und für die Wii U. Aber das kann man nicht vergleichen. Von daher, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich hoffe mal, dass jetzt ordentlich DLCs kommen mit neuen Monstern, mit dem G-Rank, damit alle zufrieden sind. Mir persönlich ist es egal.
Aber ich würde natürlich auch nicht nein sagen. Zu einem G-Rank. Noch mehr Bögen, noch bessere Bögen. Das, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ja, also ich kann für Monster Hunter World eine absolut hundertprozentige Kaufempfehlung aussprechen. Beachtet aber bitte, ihr müsst dieses Spiel leben. Das heißt, 5 Minuten kurz anmachen, am Abend Konsole an, eine Runde daddeln, geht nicht. Ihr müsst im späteren Spielverlauf genau die Monster studieren, welche Bewegungen machen sie, bevor sie eine Attacke ausführen und so weiter und so fort. Also das Spiel muss man wirklich lernen. Das ist wie mit Dark Souls, das ist wie mit Bloodborne. Ein Fehler und das war's. Ihr verliert zwar nicht alles, aber dann ist die Quest vorbei im schlimmsten Fall. Und dann könnt ihr wieder von vorne anfangen. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt das Video bis hierhin geschaut. Würde mich auf jeden Fall freuen. Was haltet ihr denn von der ganzen Sache? Ich würde euch gerne darum bitten, mal einen Kommentar zu schreiben, wenn ihr euch darüber nochmal mit mir unterhalten wollt. Ich würde mal sagen, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Euer Slugs Vapor. Ciao.